Hallo, liebe Gartenfreunde. Sie suchen eine neue Gartenidee und Sie wollen gleichzeitig Wildbienen helfen? Prima, dann haben wir etwas für Sie. Bauen Sie doch ein Sandbeet. Wir vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Heilbronn zeigen Ihnen kurz, wie es geht und was Sie dafür brauchen. Südseite für die Wärme und etwas abschüssig, damit Regenwasser schnell ablaufen kann. Die Mulde sollte mindestens 40 cm tief sein, damit ausreichend Platz für die Brutröhre vorhanden ist. Mindestens einen halben Meter Breite, einen halben Meter Länge. Das Wichtigste ist der Sand. Am besten ist, Sie besorgen sich gröberen, ungewaschenen Sand aus einem Steinbruch. Machen Sie die Förmchenprobe. Der Sand sollte nicht auseinanderfallen, wenn er trocken ist. Zum Abschluss brauchen die Wildbienen noch Äste oder alte Wurzeln. Das Totholz nagen Sie für Ihren Nestbau ab, damit verschließen Sie Ihre Brutröhren. Damit Ihr Sandbeet nicht zum Katzenklo wird, legen Sie einfach ein paar Brombeeren drüber. Ist es nun damit getan? Wenn Sie einen Naturgarten mit viel Nektar und pollenspendenden Pflanzen haben, im Prinzip ja. Sie können Ihr Sandarium aber eben auch mit Futterpflanzen bestücken, die gut hitzeverträglich sind. Wichtig ist, dass Sie das Sandarium, das Sandbeet, nur ganz spärlich bepflanzen. Wir nehmen hier mediterrane Kräuter und Hauswurz, dann haben Sie auch gleichzeitig noch einen schönen Kräutergarten für die Küche.